So, guten Morgen, Olli. Guten Morgen, Markus. Olli, wir wollen heute angeln. Wir angeln bei bestem Wetter. Es werden heute geschätzte 20 Grad. Es ist jetzt kurz nach 9. Ich sag dir was. Du wirst jetzt da vorne mal fischen. Das werde ich tun. Und zwar da ist eine etwas tiefere Rinne. Da probierst du es gleich mal. Und ich denke, wenn du dich nicht zu ungeschickt anstellst, wirst du einen Fisch fangen. Petri, musst du jetzt sagen. Petri, ja, ich sag Petri. Olli, was war los? Hier hat es gerade geplätschert. Ja, wie das so ist, ne? Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass es so früh und dann war ich ein bisschen fickrig. Habe den Anhieb nicht richtig gesetzt, wie man gesehen hat. Und dann konnte sich die kleine oder mittelgroße Bachforelle einfach wieder losreißen. Deswegen, jetzt haben wir so verscheucht wahrscheinlich, macht es hier wenig Sinn. Gehen wir mal ein bisschen stromaufwärts. Extrem feine Spinnrute von Jensen, die Black Slash Spin, 2,70 Meter lang und ja, 8 bis 18 Gramm. Und dann noch mit einer Diverrolle, auch einer ganz extrem leichten, 220 Gramm. Ja, und da die feine Spinnfischerei, ich da noch nicht so geübt bin, braucht es ein paar Würfe, um erstmal ein Feeling für die Route zu kriegen. Aber es ist eine hammergeile Köderführung. Macht wirklich Spaß. Also ich könnte hier stundenlang allein nur diese Angel ausschmeißen und ich denke mal, dass wir noch Glück haben werden heute. Du hast einen Fisch! Ja, das war dann 5 Minuten später. Ja, das ist dieser wunderschön geführte kleine Köder von Jensi. Long Lip, zwei kleinen Drillingshaken. Eine super geile Führung. Also es macht wirklich Spaß, allein schon den zu führen. Und ja, Markus, hast du noch ein paar Ergänzungen dazu? Ja, ist der Baby Trout von Jensi. Baby Trout, genau. Ja, Longlip bewirkt halt, dass der ein bisschen tiefer läuft und auch mit Druck im Wasser nicht gleich an der Oberfläche rumeiert. Ja, wie gesagt, die Fische mögen es anscheinend. Ich angel auch mit einer ähnlichen Rute, wie der Olli gerade in der Hand hat. Der hat ja die Black Slash mit 90 Gramm, super, super, super leicht. Ein bisschen schwerer, aber auch super leicht ist die Whisper Life hier mit einem Wurfgewicht von 2 bis 12 Gramm. Und dass wir solche leichten Ruten haben, hat natürlich auch, ist kein Zufall. Denn wenn ihr auf Forelle, Döbel, Barsch fischen wollt, dann braucht ihr solche Ruten, die eine weiche Spitze haben, weil diese Fische unheimlich viele kleine Kopfschläge machen und sonst ausschlitzen. Das wollen wir natürlich nicht und deshalb haben wir diese Ruten. Abgesehen davon angeln wir mit sehr kleinen Ködern. Baby Trout habt ihr gesehen, das sind Köder, die sind, keine Ahnung, 4 cm lang. Die müssen fein, die muss man spüren, die muss man führen vernünftig und so weiter. Und das geht mit so einer Route einfach besser. So, jetzt nicht viel labern, ich will jetzt angeln. Tschüssi. Und hier.
da, wo alle angeln, ist es oft nicht so erfolgreich, weil da eben alle angeln. Und deshalb gehen wir jetzt ein bisschen in die Botanik. Ja, ein unglaublich hilfreiches Utensil ist natürlich die Polarisationsbrille, weil gerade jetzt bei solchen Lichtverhältnissen könnt ihr wunderbar ins Wasser reingucken, weil die Oberfläche ja entspiegelt ist. Perfekt also. Ich sehe genau, wo jetzt die Hauptströmung ist. Ich sehe genau, wo die tiefen Wasserbereiche sind, wo dann eventuell der Fisch steht. Und das ist hier kurz vor dem Busch. Schauen wir mal. Also an kleinen Flüssen wie diesen hier sind solche Stellen oftmals auch erfolgsversprechend, weil hier unter den Bäumen sammeln sich die Fische. Da ist Schatten, da können sie sich verstecken vor Fressfeinden, Vögel, Kormoran und so weiter. Aber auf der anderen Seite fällt vom Baum immer auch mal Nahrung ab, sodass hier eigentlich immer ein guter Platz ist für den Fisch. Naja, wir schauen mal. Es ist natürlich unter so einem Baum schwierig zu werfen, aber wir probieren es. Vielleicht bringt es dann den Fisch und dann habe ich ja recht. So, auch eine gute Stelle. Hier unten im kleinen Vorsprung. Und dann gucken wir mal. So, da vorne ist eben ein Fisch gesprungen, der war nicht klein. Dann probiere ich das mal. War noch da. Ja, und Fisch. Das ist ein Vögel. So, das war ein junger Döbel. Der geht natürlich sofort zurück ins Wasser. So, Freunde des Angelsports. Markus hat gerade seine zweite Forelle gefangen. Liebe Jensi-Freunde, es hat geklappt. Olli und ich hatten nochmal Glück. Schöne Bachforelle, 38 cm. Und hier ist eine an sich gute Stelle, aber wie man sieht, hatte ich so einen schönen Hänger. Bin ja an diesem Baum hängen geblieben. Insofern auch immer wichtig, sowas dabei zu haben. Wenn so ein Trainingshaken dann verbogen ist, ich habe Gottlob retten können, aber jetzt ist es ein bisschen verbogen. Und deswegen, um den dann wieder auf Vordermann zu bringen, einmal so eine kleine Zange richtig hinbiegen und dann kann man weitermachen. So ein Haken, also nochmal ein Drillingshaken, die sind natürlich, wenn die an so einem Baum hängen bleiben, sofern man noch rettet, futschen, deswegen hier die Hake, hier entsprechend die Zange rein und dann Block im Handgelenk, aufpassen auf den anderen Drillingshaken, damit man hier nicht mit dem Finger oder mit was auch immer hängen bleibt und dann richtig schön hier Widerstand einmal rumbiegen und dann sieht das doch schon wieder recht ordentlich aus. Ja, das ist jetzt zum Beispiel klassisch. Man muss um diesen Busch herum, um überhaupt weiterzukommen am Ufer. Und die meisten gehen dann in diese Richtung weiter. Aber ich gehe noch mal ein Stück zurück. Da scheint noch ein Platz zu sein. Vielleicht haben wir hier auch Glück.
das ist Angeln. So, Olli, wir waren jetzt ein paar Stunden am Wasser. Ja. Wie fällt dein Resümee aus? Ja. Was gefangen, was gebissen, zwei Döbel. Ein paar Bisse hatten wir, da haben wir nicht schnell genug geschaltet. Einmal waren es die Böschung im Wege. Ein paar Köder ausprobiert. Die leichten Spinnruten. Wetter, alles wunderbar. Also ein absolut gelungener Tag. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.